Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es wird ernst, es geht gleich zum Flughafen. Wir haben es 7:07 Uhr und gleich geht's los. Oh mein Gott, am Flughafen angekommen, sind wir jetzt auf der Suche nach dem richtigen Schalter, wo wir unser Gepäck abgeben können, einstecken können. Und es sind so viele. Das ist der Wahnsinn. By the way, der Flughafen ist so richtige Shopping Mall, das ist übel. Was zur Hölle ist das? Das sind alles Flüge, die gehen. Heilige! Oh Mann! Halt ist Terminal 2. Irre. Bereiche D und E. This skyline takes you to Terminal 2, composes D and E. Please note that at the next station, no exit is possible. Wir sind jetzt mit der Skyline unterwegs zu Terminal 2. Oh, das ist Stress. Oh, hier wird jetzt hoffentlich unser Gate dabei sein. Also nicht Gate. Terminal. Ah, endlich! Emirates. So, Check-in ist ready. Auf zur Sicherheitskontrolle. Auf zum Flugzeug. So, es wird ernst. Ihr habt gesehen, wir sind ins Flugzeug eingestiegen und wir warten jetzt auf den Start. Es ist voll cool. Wir können hier auf den Langstreckenflügen voll viel machen. Wir haben hier Entertainment, da können wir total viele Filme gucken, Fernsehsendungen, ich glaube, ich werde Big Bang Theory gucken, Musik, CDs und Spiele spielen. Das ist total cool. Kinderspiele, Brettspiele, Action Games. Wir rollen gerade Richtung Startbahn und es ist jedes Mal ein unglaubliches Gefühl. Der Herzschlag wird schneller und die Freude, das ist, ich finde, das ist immer ein riesen Spaß, dieser Start und vor allem auch die Landung. Das macht mir unwahrscheinlich Spaß und es ist einfach, Fliegen ist für mich das größte Gefühl der Freiheit, welches es gibt. Und gleich geht's los. Yay! Ich bin gerade so unglaublich aufgeregt. Ich glaube, wir sind gleich auf der Startbahn. Wir rollen noch. Ich habe übrigens auf dem Bildschirm, da ist eine Kamera vorne am Flugzeug und da kann ich sehen, was da vor uns ist. Und ja, es ist eine lange Bahn, es ist die Startbahn. Ich bin so aufgeregt, jetzt geht's los. Das ist dieser Moment, wenn die Motoren anfangen lauter zu werden und dich drückt es genau so in den Sitz und
über Freiheit. Einfach genial. Bis dann. So, ihr Lieben, es ist an der Zeit, euch zu verraten, wo es hingeht. Passt mal auf. Also, das ist hier. Wir sind jetzt gerade in Frankfurt losgeflogen. Fliegen wahrscheinlich über Belgrad, Ankara, Bagdad nach Dubai. Aber das ist nur ein Zwischenstopp. Wir haben 2,5 Stunden Aufenthalt in Dubai und danach verrate ich euch, wie es weitergeht. In Dubai am Flughafen und das ist echt übel, das ist eine Shopping Mall, guckt euch das mal an. Alles was dort unten leuchtet, sind Geschäfte. Und wir sind erst aus dem Flieger ausgestiegen, mussten dann zum Bus laufen und während wir zum Bus gelaufen sind, uns hat fast der Schlag getroffen. Hier ist es 19.30 Uhr gewesen, als wir gelandet sind und es war schon dunkel und das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine Wärme, die habe ich mein Leben lang noch nicht einmal so gespürt. Es ist, als würde man neben einer laufenden Baumaschine stehen, dort an der Seite, wo diese heiße Luft aus dem Motor rausgepustet wird. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich will nicht wissen, wie heiß es hier tagsüber wird. In der prallen Sonne. Das ist echt heftig. Wir steigen auf jeden Fall gleich wieder in unser Flugzeug ein, das uns weiterbringt. Also mit dem wir weiterfliegen, denn Dubai ist noch nicht Endstation. Nein.
Und ich erhoffe mir, in dem Flugzeug ein bisschen schlafen zu können, denn es ist ja jetzt dunkel draußen und nachts und da sieht man eh nichts. Und ein bisschen müde und K.O. ist man dann auch schon, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist. Ja, mal schauen. Ich denke mal, in einer halben Stunde ist ein Boarding. Ich halte euch auf den Laufenden. Machen wir. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wart ihr schon mal in Dubai? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, bis später. So, wir haben es jetzt endlich geschafft. Wir sind in Dubai losgeflogen, nochmal fast 6 Stunden. Ich bin fix und alle. In Dubai war es so, wir dachten ja, als wir neben dem Bus standen, ist vom Bus die Wärme, aber als wir dann ins Flugzeug wieder eingestiegen sind, stand im Flugzeug drin, dass die Außentemperatur nachts um 11 immer noch 35 Grad beträgt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist einfach irre. Das war aber eine richtig trockene Wärme, also richtig trotzdem angenehm. Und jetzt, Leute, herzlich willkommen in Thailand. Hier ist es genau andersrum. Hier sind gerade im Moment 29 Grad und die Luftfeuchtigkeit erschlägt einen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Vlog wieder, da geht es richtig los. Dann werdet ihr auch was von Thailand sehen. Wir sind hier in Phuket. Und ja, lasst ein Däumchen da oder ein nettes Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!